Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra im Halbschatten. Mit mir, eurem Master Oaf. Und ich wollte nochmal, ich glaube, die Notizen angucken, hä? Die letzten. Die Notiz ist Chemikas. MCB Chlorid wird aber nicht das gleiche haben wie. Oh mein Gott. Phosphornatrium. Nicht vergessen. Okay, das ist nicht so erfreulich. A, B. Wir haben auch noch 5. Hier fehlt eine Chemikalie, oder? Na gut. Dann müssen wir nochmal uns kurz durchgucken. Wo könnte die letzte Chemikalie versteckt sein? Habe ich hier nicht genug geguckt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und darum gehen wir auch hier nachgucken. Nochmal. Weißt du was? Licht, es wäre Licht. Hä, war das? Oh, hier gibt es auch eine Tür. Wusste ich hier gar nicht. Dachte, wir sind jetzt hier im Raum eingeschlossen, aus irgendwelchen Gründen. Aber da bin ich wohl getäuscht. Aha, hier scheint nichts zu sein, oder? Nee. Nur Leere. Warte, warte. Wo sind wir denn hergekommen? Da nicht, oder? Ja, Tatsache. Hier ist der nächste Weg, wie es aussieht. Die Chemikalie ist vielleicht in einem der Dinger hier. Dann wird sie aber jetzt nicht so gut behandelt. So, hatte ich hier überhaupt schon nachgeguckt, weil... Oder hier... Oder ich... Hier... So, was ist das denn? Das war nur eine Cola-Dose oder sowas in der Art. Da konnte ich nicht viel machen. Ja. Nee, hier ist nichts. Ich kann die Tür einfach so öffnen, ja. Etwas schwieriger. Nee, hier ist nichts. Ich habe ja alles durchgeguckt. Okay, eine Chemikalie fehlt aber dann. Oder ich muss sie nicht einsetzen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Gehen wir einfach durch die Tür, oder? Vorher jetzt noch ewig. Da ist die Chemikalie, okay. Damit haben wir 2x C, oder? Habe ich C? Mit dem C, ja. BFAD, wow. Jetzt habe ich aber keine Informationen mehr, außer das, was er da hatte. In der Notiz. Soll ich das also schon probieren? Magnesium, ja. M haben wir auch nicht. Nee, ich weiß ja gar nicht, was als was gekennzeichnet ist. Ich gehe wohl hier erstmal weiter. Und ja, wir werden dann später gucken, was los ist. Jedenfalls haben wir alle Chemikalien, was okay ist. Oh, ich sollte vielleicht wegschmeißen, das Ding da. Los. Nimm das. Ja, nimm doch. Und weg hier. Puh, jetzt sind wir wieder in der Finsternis. Ja, ich glaube, der Hund wird dadurch zwar angelockt, aber besser als zu sterben, oder? Ich denke schon. Oh, da ist er, glaube ich. Hör ihn, aber ich sehe nichts. Okay. Wir laufen einfach mal hier lang. So, da ging es wieder zum Lake. Ach so, wir sind hier wieder oder was? Da können wir ja schauen. Wo sind wir? Ich sehe leider nicht viel. Vielleicht hätte ich das doch nicht wegschmeißen sollen. Jedenfalls waren wir beim Lake und da wurden uns hier gesagt, dass es nicht unbedingt weitergeht. Ne, ich sehe ja keinen Kreis. Ich habe also keine Ahnung, wo wir sind. Na gut. Also sehe ich natürlich noch weniger. Ja, ja. Oh, ich glaube, hier sind wir. Chemikal, ja. Da waren wir ja schon. So, gehen wir also hier lang. Okay, wir rennen.
Wir rennen hier also weg. Oh, 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 oh. Ah! Nein! Ja, ich glaube, das war ein sicherer Ort zum Rennen. Oh, 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 oh. Hier geht's noch irgendwo hin. Ja, 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 ja. Gut. Da, weiter, weiter. Rein, rein, rein. Oh, Mann. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind zum Lake durchgerannt. Ich gehe noch mal kurz gucken, ob wir irgendwas reinmachen können hier, aber ich glaube nicht. Wozu auch? Nee, nee, lassen wir es. Wir sind dem Hund entkommen. Das ist okay. Muss ich aber eins meiner wertvollen Pillen nehmen. Hier, noch einen habe ich. Oh, shit, sagt man da, oder? Ja, der dumme Hund hat uns einfach gesehen. Sollte aber nicht. Sollte nicht passieren. Ist aber passiert. Traurig, aber wahr. Okay. Weiß nicht, wo der Hund jetzt hier ist. Hier natürlich. Ah, warum auch nicht? Lieber Hund. Lieber, lieber Hund. Du wirst uns nichts tun, oder? Vor allem gibt's ja kein Entkommen. Das ist nervig, ohne Entkommen und so. Ja, weil die nächste Tür weiß nicht wohin. Oh, ich denke, er wird an mir vorbeilaufen, oder? Ich weiß nicht. Ich sehe jedenfalls nichts. Okay. Sehen wir noch nichts. Aber wenn hier jetzt so. Naja, nicht unbedingt. Okay, er geht hier schon mal nur. Dann gehe ich mal den Weg kurz und schmerzlos. So ungefähr. So. Wir haben es also geschafft. Dem dummen Hund entkommen sind wir. Dem hier. Ja, das freut mich. Okay. Der hätte mich fast gesehen. Wow, aber richtig fast. Ja, ich bin nicht hier, Mr. Hund. PDF, wo lang? Wo läuft der denn? Ich hoffe nicht zu mir. Ich glaube, er ist nicht mehr hier. Okay, er ist jetzt hier, nämlich. So, dann laufen wir ja auch hier den Weg lang. Und dass hier nicht mehr allzu viele Hunde sind. Ja. Schätze, hier müssen wir als nächstes lang. Okay, wir können hier weitergehen. Oder auch nicht. So, ich muss mal schauen, wo wir sind. Wir sind jetzt einen ziemlichen Weg gelaufen. Scheiße, sind wir da oben irgendwo? Ja, er sagt mir, dass es hier weitergeht zum Lake. Zum Lake. Aber in die Richtung auch zum Incinerator. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich eine Lichtquelle anmachen sollte. Wenn ich hier langlauf, geht's zu mehr Hunden. Der hier langläuft wahrscheinlich. Ja. Naja. Weiß nicht, wie viele Hunde hier gab's. Aber da geht's weiter. Okay. Hier ist sogar eine Kamera, eine Dings. Ich sehe nirgendwo einen Kreis. Das ist nervig. Doch, da. Okay. Wenn wir jetzt weiter, also den Weg hier gehen. Warte. Den geradeaus, genau. Dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Okay, immer aufpassen auf die Hunde. Die nerven nämlich. Okay. So. Oder war ich doch falsch? Wahrscheinlich doch falsch hier irgendwie. So, dann schauen wir mal, ob ich den falschen Weg genommen habe.
Ja, haben wir. Na egal, wir können jetzt den Weg gehen. Und dann nochmal rechts. Und dann sind wir auf jeden Fall drin. Jo. Ah, welche schöne Wanderwege dieses Spiel hat, oder? So, hier. Ja. Zum Glück weiß ich nicht, was du auf Deutsch hast. Würde mich bestimmt erschrecken sonst. Oder auch nicht, wer weiß. Okay. Oh, sie klemmt, aber schmale Lücke gewährt mir die Möglichkeit, sie mit dem richtigen Werkzeug aufzustemmen. Haben wir denn das richtige Werkzeug? Ich glaube nicht, das hier. Warte. Das hier vielleicht? Nein, 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 warte. Säge. Ja, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich brauche ein Stemmeisen, nehme ich an. Naja, okay. Damit hat sich das schon mal für mich geklärt. So, wir sind also da oben. Jetzt gibt es hier mehrere Wege zur Sektion B, oder? Wir gehen einfach mal den Weg. Ganz runter. Beziehungsweise wir gehen nicht ganz runter. So. So, falls jemand hier ist, dann wäre das natürlich unschlau, ihm jetzt in die Arme zu laufen. Einfach so aufrecht. Hier gibt es keinen Weg zum Entkommen. Nehmen wir den Hammer, vielleicht hilft er mir jetzt. So. Sektion B. Das ist okay. Da können wir wieder hin. Ja, scheinbar ist hier nichts mehr gewesen. Sehr schön. Dann. Ja, diese Tür wurde zugeschweißt und wird sich nie wieder öffnen lassen. Sehr schön. Dann ist der Weg auch schon mal vorbei. So, wo bin ich denn dann? Hier. Wir können jetzt geradeaus gehen und dann nach links. War hier irgendwas? Muss immer auch so gucken. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Außer natürlich Dampfgeräte, um Hunde zu erwischen. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Dann müsste ich zwangsweise eigentlich zum Lake. Ja, eigentlich schon. Wo sind die Hunde alle abgeblieben? Keine Ahnung. Wo bin ich jetzt? Hier. Also links, Sektion B weiter. Okay, hier geht's wieder hundemäßig zur Sache. Oh. Und zwar genau hier zufällig. Oh ja, versteck dich doch. Okay. Puh, das war knapp. Dieser dumme Köter. Der musste genau hierher kommen. Und er geht dahin, wo ich hin will. Na super. Doch nicht. Okay. Bleib schön da, Hund. Komm mir nicht in die Quere. Ach so, hier war nichts. Weil dann bleibt mir nicht viel übrig. Nicht wirklich viel. Okay, weiterhin. Keine Ahnung. Ohne mich erwischen zu lassen. Okay, jetzt sind wir hier. Hat irgendwie geklappt. Könnten natürlich zum Lake gehen. Können auch jetzt die Mischung hier machen. Könnten schauen, ob ich im Lake schwimmen kann, hä? Ja. Da war der Köter, okay. Da war der Lake. Hier lang. Wurde hier vom Köter erwischt letztes Mal. Das war nicht so schön. Aber hier scheint er nicht zu sein. Okay. Da ging's zum Storage. Gehen wir den Weg. In der Hoffnung, hier nicht auf Hunde zu treffen. Jo, schien ja zu klappen bisher. Wir schauen uns hier kurz um. Hier ist er nicht. Okay. Fällt auch gar nicht mehr. Die Hunde. So, dann können wir ja kurz hier schauen, wo ich bin. Ich verliere nämlich hier doch sehr leicht die Orientierung. Wenn ich das mal so sagen darf.
Hier bin ja, sind wir wieder. Achso, Sektion B, haha. Der Lake ist da ganz unten. Yippie, yay. Na gut. Dann können wir ja wieder zurücklaufen. Deswegen sind hier auch keine Hunde. Was soll mich wohl erwarten? Wenn ich jetzt den Weg hier gehe. Achso, da waren wir auch schon. Ja, ja, zum Lake hier bitte lang. Gut, dass alles so gut beschildert ist. Nicht wahr? Ja, scheint alles gut geschildert. Oh, sag nicht, dass er wieder hier lang läuft. Okay, wir haben es einfach mal gewagt, hier lang zu laufen. Und ich glaube, das war ganz gut. Das hat uns Zeit erspart. So. Okay, das uns natürlich auch. Jetzt müssen wir hier auf den Hund warten. Der läuft ja hier kreuz und quer. Da nämlich, seht ihr? Wo könnte diese dumme Brechstange sein? Das geht eigentlich nur im See noch irgendwas. Sonst werde ich wieder offline gucken müssen. Ja, die Folge nähert sich auch dem Ende. So, wir gehen also zum Lake. Und dann sehen wir weiter. Okay. Sollte vielleicht kurz mich verstecken? Ne, hier macht er nichts. Oh oh. Wieso bleibt er da so dumm stehen? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ja. Wir sind wieder hier. Hier war klappt nichts. Nothing. Randomme Badness. Für nichts. Okay. Dürfen wir jetzt so ziemlich am See sein. Oder auch noch nicht. Doch hier. Hier in den Dingern war noch nie was. Da schaue ich jetzt nicht extra nach. Hier ist nur Dampf für Hundetötung. Ja. Und da ist der Lake. Also, ja. Zwar kein Speicherpunkt. Na, you are kidding me, oder? Aber hier muss man doch irgendwas machen können. Nutzlos, ja, nicht völlig nutzlos. Denn alles Leuchtsignal und einige Schmerzmittel kann ich sicher noch gebrauchen. Na, endlich mal etwas, das jünger ist als ich. Vielleicht hilft mir dieser Rucksack herauszufinden, was hier unten vor sich geht. Scheinbar nicht. Ah, letzter Wille von Joe Freeman, 10. Oktober 2000. Ich, Joey Freeman, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte vermache hiermit all meine Besitztümer meiner Schwester May. Möge sie meinen Nachlass nach bestem Wissen und Gewissen verwalten. Es ist besser, jung zu sterben, als niemals richtig gelebt zu haben, sagten wir uns früher immer. Nun sieht es wohl so aus, als ob sich unsere Devise bewahrheitet. Ich bin kein Überlebensspezialist, so wie mein Freund John O., aber ich weiß trotzdem, dass meine Situation auswegslos ist und ich nicht mehr lange durchhalten werde. Mein linkes Bein ist an mindestens 3 Stellen gebrochen, mein Becken scheint auch zerschmettert zu sein. Vor 3 Stunden, nachdem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, machten sich John O. auf den Weg, um Brennholz für unser Lagerfeuer zu suchen. Als er zurückkam, schien er sehr aufgeregt zu sein. Ich konnte mir darauf keinen Reim machen. Mein Gott, hätte ich die Zeichen viel früher erkennen müssen. Kurz darauf änderte sich sein Verhalten erneut. Als ich mich kurz umdrehte, sprang er mich an, riss mich zu Boden und drückte mein Gesicht in den Schnee, um mich zu ersticken. Hatte keine Ahnung, warum John O. sich plötzlich so verhielt. Glücklicherweise gab der Boden unter uns nach und wir stürzten tief. Ich landete auf hartem Eis und versuchte auf allen Vieren auf einen weniger rutschigen Untergrund zu gelangen. Adrenalin schoss durch meine Adern. Den Schmerz meiner gebrochenen Knochen bemerkte ich zu diesem Zeitpunkt kaum. Ich wollte nur fliehen vor John O. und nicht im eiskalten Wasser unter mir sterben. Wenn man in einem zugefrorenen See stürzt, dann ertrinkt man nicht gleich oder erfriert in Sekunden. Nein, dein ganzer Körper wird langsam von der Kälte gelähmt. Deine Instinkte, dein Überlebenswillen befehlen dir zu schwimmen, aber dein Körper verweigert dir jede Bewegung. Du gleitest langsam unter die Eisoberfläche, den letzten Atemzug noch in den Lungen. Aber trinken wirst du nicht sofort, denn dein Körper fährt sämtliche Funktionen auf Schwachflamme herunter, um dich so lange wie nur möglich am Leben zu halten. In diesem Zustand kannst du noch für eine ganze Stunde verharren, während dir die ganze Zeit über bewusst ist, dass du stirbst. Langsam, ganz langsam stirbst. Nun liege ich hier, meine durchnässte Kleidung gefriert langsam und ich kann mich kaum noch bewegen. John O. liegt auf der anderen Seite des Sees. Trotz des Vorfalls mache ich mir Sorgen um ihn.
Wie scheint es, sein Arm ausgerenkt und sein Schulterblatt sowie sein Handgelenk sind gebrochen. Ich verstehe nicht, was er vor sich hinmurmelt, während er das Eis auf Festigkeit mit dem Brecheisen aus seinem Rucksack überprüft. Keine Ahnung, wie er die Schmerzen erträgt und was ihm eine solche Kraft verleiht. Irgendetwas Seltsames geschah mit ihm, so viel ist jedenfalls sicher. Zum Glück kann er nicht auf meiner Seite des Sees gelangen. Das Eis würde ihn nicht tragen. Wenn er sein Gewicht gut verteilen und sich auf allen Vieren bewegen würde, dann könnte es ihm eventuell gelingen, aber auf diesen Gedanken scheint er Gott sei Dank nicht zu kommen. Habe mich zwischenzeitlich mit Medikamenten zugepumpt, um die Schmerzen zu ertragen. Eine letzte Dose mit Schmerzmitteln trage ich noch bei mir. Wenn ich die auf einmal schlucke, dann ist in kurzer Zeit aus mit mir. Besser das Ganze schnell beenden, als sich stundenlang zu quälen. Lieber sterbe ich im Dämmerzustand, als bei vollem Bewusstsein zu verbluten oder zu erfrieren. Okay, man kann also auf dem Eis rumlaufen. Also, ganz langsam, wurde mir gesagt. Ja, können wir das hier bewegen? Nee. Also, wenn wir auf allen Vieren kriechen. Ja, probieren wir es doch mal. Okay, klappt, scheinbar. Und oh! Okay, hier geht's schon mal nicht mehr weiter. Das ist natürlich sehr erfreulich. Sag mir nicht, dass ich jetzt hier... Okay, wir müssen scheinbar hier so lang. Oh, 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 oh. Okay, tot. Ja, wir müssen da schnell durch, wie es aussieht. Oh, Mensch, das ist sehr ärgerlich gewesen. Juhu. Warte. Hier sind wir jetzt wieder. Hahaha. Da werde ich verfolgt. Glaube ich zumindest. Ich werde doch nicht verfolgt. Okay. Der hat mich doch gesehen gehabt. Na egal. Wir schauen, ob der uns weiter verfolgt. Schauen wir nicht. Es war sehr angenehm, dass er nichts gemacht hat. Für mich war das sehr angenehmer. Okay. Okay, wir rennen. Der hat mich auf jeden Fall gesehen. Oder auch nicht. Doch. Okay. Ohne ein Bissen. Oh, das war... Da wurde ich angeflasht. Okay, warte, also... Es scheint, wir müssen da durchspringen und dann wieder auf unseren Vieren krabbeln. Na, oh, das ist ja sehr ärgerlich. Achso, ich sollte vielleicht wieder den Rucksack hier... Nein, leg mal etwas, das jünger ist natürlich. Ja, ja. Aber das kann ich sicher noch gebrauchen, ja. Natürlich kannst du das. Ja. So, wir krabbeln hier rum. Und dann, naja, müssen wir uns... Wow. WTF. Ja, das ist natürlich schneller tot gewesen. Ja. Okay, einen Versuch gebe ich mir noch. Ja. Und diesmal passen wir hier auf. So. Hier sind wir dann wieder in Sicherheit. Er rennt noch nicht den Weg, den ich gehe. Sehr gut. Hunde sind nicht so aufmerksam heutzutage. Okay, auch hier ist nichts. Sehr schön. Puh, wir rennen mal wieder. Oder auch nicht. Ich vergaß das hier, ja. Okay, hier können wir weitergehen. Hier nämlich. So, wo ist er jetzt? Wir gehen so lang. Und rennen dann. So, so kommen wir nämlich schnell hier durch. Und das erfreut natürlich meine Seele. Erstmal noch einen Versuch und dann mache ich das wieder offline, bis ich zum See zur zweiten Hälfte bin und dann... Nicht, dass ich wieder den dummen Rucksack verpasse. Ah, sorry. Ja, sowas passiert ab und zu. Okay, also ich sterbe scheinbar ziemlich schnell. Nicht so in einer Stunde wie er. So. Auch wenn es recht stabil aussieht, ich werde mich sicher nicht aufs Eis begeben. Doch, werde ich. So aussieht.
Okay. Oh. Okay, wir haben es geschafft. So. In Sicherheit zu begeben ist nicht sehr leicht, wenn überall das Eis rummurkst. Ja. Du wirst dich nicht darauf begeben. Schaut mal, da ist was. Geil, und ich sterbe natürlich sofort. Das war ja ungemein. Oh, okay. Ich schätze mal, damit beende ich den Part. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann. Haha, ciao. sehen uns, naja, dann beim nächsten Part. Bis dann, alles Gute, viel Spaß und ciao.